Man fährt es als Kurve, das Vorderrad fährt außen dran vorbei und das Hinterrad fährt innen vorbei. Mit Radneigung, gerne auch mit Pedalkicks. Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder hier bei Biken TV und ja, mit dabei Thorsten. Kennt ihr schon aus dem anderen Video von der Haushaltprofi Krix? Hi Leute. Ja, und jetzt haben wir ein sehr typisches Szenario, was wir beide gut kennen und viele von euch auch. Und zwar, es geht um den Arbeitsweg, das sogenannte Pendeln. Also viele, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, häufig Biken zu gehen oder zu trainieren, das nur am Wochenende, können aber unter der Woche den Weg zur Arbeit nutzen. Und da möchte ich euch Tipps geben, wie ihr die Fahrt nicht verbessern könnt. Wie viele Kilometer hast du so, wenn du... Einfache Strecke sind so 8 Kilometer. Okay, oh, das ist eine gute Nummer, ne? Ja. Ist nicht zu viel, nicht zu wenig, 8 Kilometer. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr dann den Arbeitsweg ein bisschen zum Fahrtechnik-Spielplatz macht. Und natürlich wir beide mit gebrauchten Einsteiger-Hardtails unterwegs, weil das sind auch die Räder, die man jetzt so zum Arbeitsweg gut nutzen kann. Auch jetzt gerade, wenn das Wetter dann nasser, schlechter wird, dass man dann nicht sein teures Mountainbike dann immer den Widrigkeiten aussetzt und man trotzdem mit diesen Rädern auch schon Fahrtechnik verbessern könnt. Ihr werdet sehen, viele der Sachen, die ich jetzt mache, könnte man auch mit dem Trekkingrad, mit dem Hollandrad und so weiter üben. Und hier jetzt ein paar Tipps. Tipp Nummer 1 ist die Radwegwende. Das heißt, man kann immer mal auf Radwegen wenden. Das kann man direkt so als Balance und enge Kurventechnik nutzen. Zum Beispiel die Blickführung, dabei noch leichte Pedalkicks. Ja, und ihr werdet merken, auf einem sehr schmalen Radweg zu wenden, ist für viele schon ein Problem. Und das kann man natürlich super trainieren und wenn man es dann noch enger haben will, wie gesagt, ich mache jetzt mal die Tipps immer so Anfänger, aber auch für Könner, dann kann man ja sich einen Bordstein aussuchen als Begrenzung, enger reinfahren, zum Beispiel dann noch Vorderrad. Ja, ich denke mal, da wird jeder so seine Spielerei haben, also die Radwegwende, entweder so oder mit Versetzen, einfach um mal zu gucken, wie kann ich enge Kurven fahren, um da ein gutes Gleichgewicht und einen engen Radius zu schaffen. So, liebe Leute, hier liegt ein Stein, das könnte aber auch ein anderes Hindernis sein. Ich wollte euch ein paar Tipps geben, was ihr üben könnt. Und das ist der sogenannte Rock Dodge, den ich jetzt mache. Das ist im Englischen das quasi der Felsenausweicher. Ist total doof übersetzt, ich weiß. Habe ich von anderen Trainern im internationalen Bereich. Und damit kann man trainieren, das Gefühl, wo ist mein Hinterrad, wo ist mein Vorderrad. Man fährt es als Kurve, das Vorderrad fährt außen dran vorbei und das Hinterrad fährt innen vorbei. Mit Radneigung, gerne auch mit Pedalkicks. Schöne Übung. Könnt ihr mal testen, dann kriegt man wirklich ein gutes Gefühl dafür, für technische Trails. Wo ist mein Vorderrad, wo ist mein Hinterrad? Mal die andere Seite, um das zu prüfen. Super. Ja, aber, wenn wir jetzt den Stein schon haben, ich verlinke jetzt auch mal hier unter das Video die allgemeinen Fahrtechnik-Videos. Zum Beispiel kann man hier auch die Wippe trainieren oder nur das Vorderrad anlupfen. Ich mache beides mal. Nur das Vorderrad anlupfen, dass man halt da drüber kommt. Könnte man mit verschiedenen Techniken, mit Manual Impuls oder einfach nur mit einer kleinen Streckung hinter drüber rollen lassen. Wenn man dann soweit ist, kann man natürlich auch jedes kleine Hindernis nutzen, um nochmal die Wippe zu trainieren. Vorderrad drüber und dann Hinterrad hoch. Oder man kommt halt mit ein bisschen mehr Schwung und macht einen kleinen Running Hop. Geht auch gut mit einem alten Hardtail. Mit dem Hollandrad wird das schon ein bisschen schwierig. So, liebe Leute, ihr habt natürlich den Sattel auf eurer normalen Höhe. Das mache ich jetzt auch wieder. Also auf dem Arbeitsweg sollte man auch immer so den Blick dafür haben, dass was am Wegesrand ist. Was ist denn da meistens? Bordsteinkante. Da könnt ihr natürlich schön trainieren. Zum Beispiel kann man hier trainieren, das Vorderrad auf die Bordsteinkante, das Hinterrad mit, dann ein bisschen rumspielen. Vielleicht ein bisschen Gleichgewicht, dann könnte man jetzt einen kleinen Wheelie-Drop machen, kleinen zack, zack, zack. Also wirklich jede Bordsteinkante an der Bushaltestelle ist sie höher. Nutzen, achtet bitte darauf, dass ihr keine anderen Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger, Radfahrer und so weiter stört. Ja, man kann natürlich kreativ werden, wer noch ein bisschen mehr Anfänger ist, kann mal sein Vorderrad an der hohen Kante, kleinen Mauer oder so abstützen, bisschen Balance trainieren. Gewicht auf die Füße, mal ein bisschen das Rad hin und her bewegen. Ja, und dann kann man die Bordsteinkante auch nutzen als Balance. Also, dass man drauf fährt,
dann auf der Bordsteinkante balanciert, drauf balanciert. Ja, und dann kann man natürlich auch dann runterrollen, ganz easy. Man hat auf jeden Fall genug Spielereien, allein schon wenn man eine Bordsteinkante sieht, nutzt das. Ja, liebe Leute, natürlich auch wenn ihr fortgeschritten seid, könnt ihr ein bisschen Spielereien machen. Zum Beispiel kann man auf dem Arbeitsweg mit einem normalen Mountainbike oder wie gesagt so ein altes Hardtail hier, geht es auch gut, wenn es gute hydraulische Bremsen hat, gut eingestellte V-Brakes oder halt Scheibenbremsen, kann man ein bisschen Stoppies üben, sich wohlfühlen auf dem Vorderrad. Wie gesagt, es geht darum, eine hohe Wiederholungsfrequenz zu kriegen, nicht nur am Wochenende, sondern wirklich auf dem Arbeitsweg schon kleine Challenges machen. Natürlich kann man dann auch quasi den Stoppie ein bisschen steigern, dass der Sattel nach vorne wandert, unter einen, dass man das merkt, wie das Hinterrad hochkommt, Körper-Bike-Trennung, dann wandert der Sattel nach vorne, man lässt ihn kommen. Ja, und dann kann man natürlich auch anfangen, so ein bisschen beim Balancetraining so ein bisschen hin und her zu pendeln. Hin und her zu pendeln. Dann kann man quasi so ein bisschen gegen die Bremse gehen und mal bewusst sich so nach hinten abdrücken, dann kurz kurbeln. Und wenn das schon ganz gut läuft, kann man das in den Stoppie mitnehmen, dass man quasi einen kleinen Stoppie macht und dann rückwärts fährt und wieder rauswendet. Schon eine fortgeschrittene, aber spaßige Spielerei. So, liebe Leute, natürlich kann man auch den Wheelie auf dem Arbeitsweg üben. Ihr werdet euch jetzt wundern, ich habe zum Beispiel auch manchmal Räder, wo ich hier noch eine Tasche drauf habe oder so. Wenn es eine gute Hinterradbremse hat, dann geht das wirklich mit jedem Fahrrad. Und wenn du hier noch viel Gewicht hast, dann geht es noch einfacher. Also, wenn es hier leicht bergauf geht, könnt ihr auch, wenn ihr E-Wheelie übt, das auf dem Arbeitsweg machen. Bitte immer einen breiten Weg nehmen und in der Mitte üben. Nicht einen schmalen Weg, wo am Rand noch irgendeine Böschung ist, weil sonst könnte man runterfallen. So, liebe Leute, wenn das Material zulässt, zum Beispiel so ein Hardtail kann das auch noch. Hollandrad würde ich jetzt nicht machen wegen den Felgen. Könnt ihr auch so kleine Treppen mitnehmen als Training, mal mit Balance kombinieren. Ja, und dann werdet ihr merken, wenn ihr dann jemanden stört, Fußgänger oder so, dann sind natürlich Treppen auch eine Superspielerei. Findet ihr oft im urbanen Bereich. Ich habe jetzt bewusst weggelassen, was jetzt so, wenn man Trails auf dem Arbeitsweg hat, vielleicht haben manche das von euch, wahrscheinlich nur wenige, haben mich jetzt mal auf das Urbane konzentriert. Wenn ihr natürlich Trails habt, ja, dann guckt natürlich jetzt gerade in der Jahreszeit wegen der Nässe und so, dass ihr da auf jeden Fall Step by Step macht und nicht übertreibt. Man will ja nicht schon auf dem Weg zur Arbeit über das Laub wegrutschen oder so. Ja, dann waren das jetzt ein paar Tipps von mir und ich hoffe, ihr seid inspiriert. So, einmal yes! Also, das waren die Tipps. Ich hoffe, ihr seid inspiriert. Ja, wie stellst du jetzt deinen nächsten Weg vor? Ja, auf jeden Fall coole Tipps mit dabei. Werde ich direkt morgen auf dem Weg zur Arbeit ausprobieren. Und ich glaube, da werde ich einiges mitnehmen können, um dann auch im Gelände mich zu steigern. Gerade jetzt im Winter macht es natürlich Sinn, da einfach den Arbeitsweg zu nutzen. Super. Also an alle, macht es, tut es. Nicht nur zu viele YouTube-Videos gucken und so weiter, sondern ihr werdet auf jeden Fall bald die Balance Kings. Ich freue mich drauf. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr immer so im Alltag übt. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr das schafft oder ob das vom Zeitmanagement nicht klappt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Cheers! Ciao.